Beton ist soweit fertig und jetzt wird das gefirnisst oder fixiert, damit uns die Kohle nicht verwischt. Ist natürlich jetzt hier wunderschön bei dem Sonnenschein, ist sehr schnell angetrocknet und dann wird das Ganze aquarelliert. Muss zügig arbeiten jetzt bei der Sonne. So, wir sind jetzt hier am Leuchtturm Strohkamp-Bug, der kleinste Leuchtturm der Insel Fehmarn. Und im Hintergrund haben wir die Sundbrücke und ich mache jetzt eine kleine Skizze vorneweg, bevor es dann nachher mit der Farbe losgeht. Ganz leichte Kohlestriche. Etwa so ein bisschen nur die Proportionen. Die ersten Striche sind getan. Die Kohlestriche werden wieder so ein kleines bisschen weggewischt, damit sie sich nicht zu sehr in die Farben mischen. Farben, die ich jetzt einbringe. Wir haben ja eine wunderschöne Himmelsform und heute Wolkenform. So, die Vorarbeiten haben wir ja draußen direkt vor Ort gemacht und jetzt geht es an das Ausarbeiten des Bildes. Ja, ich arbeite überwiegend mit Acrylfarben in einer aufwendigen, schichtweise lasierenden Grundierung erarbeite ich das Bild. Das kann sich manchmal über Tage hinwegziehen. Als erstes wird das Bild grundiert, sage ich mal so, mit Strukturpaste und mit den Grundfarben schon mal das Motiv angelegt. Und dann fange ich an, Schicht für Schicht, mal pastos, mal lasierend mit Pinsel oder mit Spachtel, wie gesagt, Farbe für Farbe aufzutragen. Thank you.
Dank.